Ich habe in der letzten Woche ein wenig mit meinem Creality K1 mal rumgespielt und das ein oder andere Upgrade mal ausgedruckt. In diesem Video zeige ich euch, welche Upgrades denn wirklich sinnvoll sind, welche ihr gar nicht braucht. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Macorama.de und wir legen gleich los mit dem ersten Upgrade, was ich gedruckt habe, nämlich diesem Filamentspulenhalter. Den habe ich gedruckt direkt nachdem ich den Drucker bestellt habe. Gedruckt habe ich das in einem PLA, was ich hier einfach rumliegen hatte. Das dauert ein paar Stunden, bis das Ding gedruckt ist. Wenn ihr so deppert seid wie ich und das Ganze von den Einstellungen her so langsam einstellt, geht natürlich auch schneller. Aber im Prinzip ist es einfach dafür gedacht, dass ihr den mitgelieferten Spulenhalter, der normalerweise auf die Rückseite kommt, an der Seite einfach einhängt. Dort das Ganze dann festdreht und dann die Spule an der Seite habt, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, immer hinten irgendwie rumzufuddeln. Das ist natürlich nervig. Bei mir hier ist der Zugang zum Drucker relativ einfach, aber es funktioniert trotzdem recht gut, muss ich sagen. Bis auf die Tatsache, dass es einfach nur eingehangen ist. Das ist natürlich nicht so schön. Es gibt auch welche, wo man die Schrauben von der Seitenpaneele abnehmen kann, um dann dort entsprechend den Filamentspulenhalter zu montieren. Finde ich persönlich jetzt nicht so elegant. Eine andere Möglichkeit kommt von der Firma Nobofil. Da könnt ihr mit dem Material, was ihr da bekommt, entsprechend auch mit jedem anderen Material, euch solch einen Spulenhalter quasi drucken. Der hat dann selbstgedruckte Kugellager in Anführungszeichen. Also solche, na, ich versuche die mal hier rauszunehmen. Solche Teile hier. Und die könnt ihr dann quasi nutzen, damit das Ganze mit der Filamentspule dann hier in die Box kommt. Na, das soll dann auch drin bleiben. Ist ein bisschen fuddelig, ja. Aber wenn ihr das dann richtig macht, dann sackt die Spule rein und ihr habt hier schön einen gelagerten Filamentspulenhalter, der erstens euch nichts weiter kostet, außer ein paar Gramm Material, den ihr nebendran stellen könnt und der nochmal ein bisschen, gerade bei den Pappspulen, ein bisschen Gewicht auf die Filamentspule gibt, damit die nicht einfach durch die Gegend fliegt, wenn sie halb leer ist. Und das muss ich sagen, gefällt mir wesentlich besser und ist auch echt cool gelöst. Dauert nicht lange, dauert glaube ich eine halbe Stunde das Zeug zu drucken oder eine Stunde. Kostet ein paar Gramm Material, je nachdem mit welchen Einstellungen ihr das Ganze druckt. Und das finde ich eine schicke Lösung. Für meine Palette gehe ich demnächst nochmal was anderes hin. Da gibt es vom Form Futura mittlerweile so modularen Spulenhalter. Der ist auch nicht verkehrt. Der braucht natürlich wesentlich mehr Material. Aber das ist natürlich auch eine Lösung, die ich demnächst ausprobieren werde. Einfach für meine Palette, damit dort die Materialien ein bisschen sicherer aufbewahrt sind. Das zweite Upgrade, was ich gedruckt habe, kennt der eine oder andere vielleicht schon, das ist diese Display-Abdichtung. Im Prinzip kommt das hier so auf die Seite hinter das Display. Da kommt hier nochmal ein kleiner Sicherheitspin rein. Und dann wird das hier aufgeslidet, damit das quasi hinterm Display diese Lücke, die da entsteht, an der Tür abdichtet. Ich habe jetzt hier die 3mm Variante gedruckt. Das heißt also, da kommt 3mm Schaumstoffdichtband drauf. Den Link zum Schaumstoffdichtband packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Das sind jetzt 3 Rollen, die kosten glaube ich 10 Euro. Ist also nicht die Welt. Und ihr habt noch ein bisschen was übrig für die anderen Projekte, die ihr vielleicht durchziehen möchtet. Oder wenn ihr noch ein Enclosure für euren Bettschubs abdrucken wollt oder so in der Richtung. Ist ganz cool, würde ich sagen. Kann ich also nur empfehlen. Das dritte Upgrade brauche ich jetzt, wenn ich über die Weihnachtsfeiertage zu meiner Familie fahre und den K1 gerne einpacken möchte, nämlich ein Display-Schutzcover. Und da muss ich sagen, das ist eine ganz coole Idee, das druckt auch recht schnell, ich glaube 20 Minuten oder so in Richtung, ist quasi Vase Mode, nicht ganz, aber mit 2 Wänden und 2 Bottom Layer gedruckt. Ist wunderschön einfach zu drucken, geht wirklich super von der Hand. Und man packt das Ding einfach übers Display drauf, damit man, wenn man das Teil transportiert, ich mache das bei mir ab und packe es dann irgendwo in den Rucksack rein oder so in Richtung, damit er nicht irgendwo auf der Rückseite am Connector irgendwas kaputt geht. Und dann packe ich das Ding drüber, damit das Display vorne nicht so exposed ist, also nicht so offengelegt ist und nicht verkratzen kann. Kostet auch nicht wirklich viel an Material, kann ich aber nur empfehlen, falls ihr das Ding mal irgendwo mit hinnehmt, ist es wirklich eine geniale Idee. Dann hat der K1 eine Sache, die mir am Anfang direkt aufgefallen ist, die ein bisschen nervig ist, aber jetzt nicht so schlimm ist, wenn ihr den Drucker einfach irgendwo hinstellt und dort stehen lasst. Aber wenn ihr den Drucker, wie ich, mal mitnehmen wollt, ist das eigentlich eine ganz coole Lösung, das so zu lösen. Nämlich diese Fußhalter. Das bedeutet, man klemmt hier zwischendrin die mitgelieferten Gummifüße ein und schraubt dann hier durch dieses Loch im Prinzip die Füße unten am Gehäuse fest, damit die nicht mehr wackeln können und nicht mehr verloren gehen können. Wenn ihr den Drucker hinstellt und nicht mehr bewegt, braucht ihr das Ding natürlich nicht unbedingt, aber es ist ein cooles Upgrade, dass wenn ihr mal, was weiß ich, an dem Drucker schraubt oder ihr mal ein bisschen zurechtdrücken wollt, dass da nicht gleich immer die Füße abfallen, werde ich auf jeden Fall auch noch dran montieren, ist ein cooler Tipp. Wer jetzt seinen K1 von der ersten Stunde an hat, der wird das Ding mit Sicherheit auch schon kennen, nämlich diesen, naja, ich sag mal, diese Messnadel sozusagen, die man sich
na, so rum quasi an den XY-Belt hängen kann, also an den Core-XY-Belt. Das heißt also, man steckt das so drauf und guckt dann, wo steht die Nadel? Steht sie hier drüben? Dann ist natürlich ganz katastrophal. Oder hier, wenn sie aber hier dann in der Mitte irgendwo landet, ist das Ganze natürlich wunderbar. So soll es eigentlich sein. Und da könnt ihr ausrechnen und könnt auch schauen, sind denn beide Seiten auch wirklich so ausgerichtet und so festgezogen, dass der Drucker auch ordentlich druckt, dass zum Beispiel mal Artefakte in den Druckobjekten, die ihr druckt, dann besser werden bzw. verschwinden. Die Links zu den ganzen Objekten, zu allen Objekten hier, packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze selbst euch mal anschauen und natürlich auch ausdrucken. Eine Sache, die mir am K1 gar nicht gefällt, ist, dass er von Werk ab mit keinerlei Filtersystem kommt. Das heißt also, es ist ein ABS-Biest. Ich habe alles, was ihr hier sehen könnt, in dem Nobofil Astro Black ABS-X gedruckt. Und eine Sache, die uns aufgefallen ist, ist natürlich, dass das Ding bestialisch stinkt. Er hat zwar einen Bauraumlüfter, aber der Lüfter hat halt keinen Carbonfilter und keinen HEPA-Filter drin. Und dafür haben wir natürlich auch eine Lösung, nämlich dieses wunderschöne Teil hier. Na, ich mach das mal da raus. Das könnt ihr auf der Rückseite vom Gehäuse mit zwei Schrauben, die ihr auf der Innenseite lockert, festschrauben. Und dann habt ihr hier schon mal entsprechend das Ding befestigt. In diesen kleinen Innenkreis könnt ihr dann einen Kohlefilter reinpacken und dann nochmal hier diesen, ich glaube von Xiaomi ist das, von einem Staubsauger oder so in Richtung, könnt ihr dann hier diesen HEPA-Filter mit einsetzen, der rastet wunderbar ein. Und dann habt ihr quasi einen Aktivkohlefilter und einen HEPA-Filter für den Drucker, der dann hinten aufgesetzt ist. Wunderbare Lösung. Natürlich könnt ihr auch ein Nevermore oder sowas benutzen. Das ist natürlich auch vollkommen legitim, wenn ihr sagt, okay, ihr baut lieber ein Nevermore in den Drucker ein, dass das dadurch gefiltert wird. Es gibt auch zig andere Systeme, mit denen man das aktiv filtern kann, wo nochmal ein Lüfterkabel gelegt werden muss. Das hier ist halt das Einfachste. Die Links zu diesen Filtern packe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Kosten auch nicht die Welt. Ein Viererpack habe ich mir jetzt hier besorgt. Kostet auch irgendwas zwischen 10 und 20 Euro. Geht also auch von den Kosten her. Dann habe ich ein Upgrade gedruckt, wo ich gedacht habe, ja, okay, genial. Damit kann ich schneller die Drucke vom Druckbett runterholen. Und war erst ziemlich begeistert, als ich das Objekt gesehen habe. Und dachte mir dann aber, als ich das versucht habe anzubringen, nee, brauchst du nicht, kannst du liegen lassen. Nämlich diese, naja, Ohren für die Griffe vom Druckbett. Und da muss ich sagen, ihr seht schon, ich kann die von Hand auseinander machen. Weil wenn ihr das draufpackt, dann ist hier innen drin der Schlitz. Naja, das ist halt... Das steht unter Spannung und das ist nicht so schön und dann knallt das Ding auseinander. Klar, man könnte es nochmal so hochkant versuchen zu drucken, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich von diesen Teilen nicht so ganz überzeugt, zumal als ich das eine Teil drauf hatte und dann angepackt hatte, kam die Hitze doch noch durch und es hat nicht wirklich so toll geholfen. Deswegen ist eine nette Idee, muss ich aber nicht haben und das Material kann ich mir echt sparen. Was ich mir auch sparen kann, sind Upgrades wie zum Beispiel mal hier diesen Top-Lid Razer, also diese Abdeckung, ja, hier oben drauf ist, dass man die ein bisschen anhebt. Ich habe auch keine Probleme damit, dass der PTFE-Schlauch oben irgendwie zu stark geknickt ist. Das ist von Werk ab bei mir wunderbar gelöst. Da hat Creality also über die Zeit wirklich gelernt. Und deshalb habe ich mir das Upgrade gespart, dass ich da den PTFE-Schlauch nochmal ein bisschen führe, dass der eine ordentliche Neigung hat und alles drum und dran und nicht gequetscht wird. Könnt ihr natürlich, wenn das bei euch der Fall ist, auf jeden Fall drucken. Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ein Upgrade, was ich noch verbauen werde, sind diese kleinen Spacer hier. Die drucken sich ultra schnell. Ihr seht schon, die sind minimalistisch klein. Drucken jetzt die drei Stück unter 2 Minuten. Und die haben folgenden Zweck. Wenn ihr euer Druckbett mal vom Bedmesh her in Creality OS oder Mainsail und Fluid betrachtet, dann seht ihr teilweise, wenn das Ding ausgeliefert wird, dass das Druckbett ziemlich schief hängt. Und man kann jetzt versuchen, den originalen Creality Guide zu nutzen, um sich da ein bisschen ranzuhangeln, um das Druckbett auszuleveln. Das ist natürlich wunderbar, das funktioniert aber nicht immer. Eine einfache Lösung sind diese Spacer, das heißt also, ihr messt euch aus, welche Differenz habt ihr zwischen den drei Punkten und guckt, wo müsst ihr wie viel das Druckbett nochmal anheben. Und dann könnt ihr diese Spacer in der entsprechenden Höhe drucken. Die werden erstmal standardmäßig in 0,2 mm ausgeliefert. Natürlich könnt ihr die im Slicer dann nochmal auf die entsprechende Höhe anpassen. Und dann müsst ihr die nur ausdrucken, die Schrauben lösen, das dazwischen schieben, die Schrauben wieder reindrehen und dann einen Testlauf machen, ob das dann das Ganze behoben hat. Und damit habt ihr quasi schnell und einfach euer Druckbett so gut es geht gerade gezogen. Natürlich hat das nochmal von Werk ab irgendwelche Wellen drin oder so in Richtung. Die kriegt ihr damit nicht raus, aber es ist schon mal ein Anfang, dass euer Druckbett gerade ist. Dann gab es ein Upgrade, das habe ich direkt quasi, als ich einen Drucker bestellt habe,
bestellt, mitbestellt. Es ist halt nur erst die Tage angekommen, nämlich die K1 AI-Kamera. Was das Ding jetzt so besonders mit der AI macht, lasse ich erstmal dahingestellt. Das ist wahrscheinlich, wenn man über die Creality Cloud geht, was ich meinen Drucker nicht antun werde, weil ich die Creality Cloud nicht nutze. Aber was man natürlich machen kann, das Ganze als Webcam einzurichten für zum Beispiel Octo Everywhere, was ich jetzt momentan nutze, damit der Drucker erkennen kann, ob denn da jetzt irgendwo ein Druckobjekt sich gelöst hat und da vielleicht ein Spaghetti Detection drin ist oder so in Richtung. Da ist es natürlich ganz cool. Was ich nur beachten musste, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Weboberfläche wie Mainzel oder Fluid benutze, dass ich als Stream für diese Webcam dann hingehe und sage, okay, ich möchte jetzt hier gerne das Ganze auf Mainzel nutzen, dann muss ich den Port 4409 eingeben. Das heißt also, ich gebe die komplette Domain http //ip-Adresse /Portnummer und dann halt entsprechend action/stream ein, damit ihr das Ganze auch ordentlich nutzen könnt unter Mainzel bzw. unter Fluid. Das müsst ihr beachten, aber dann funktioniert das Ganze wunderbar. Das könnt ihr auch einrichten für eure Timelapse, dass ihr das Ganze dann auch da nutzen könnt. Ich muss sagen, ist ein geniales Feature, kostet auch nicht so viel. Bei AliExpress bekommt ihr die Kameras, glaube ich, sogar schon recht günstig mittlerweile. Die Hotends kosten ja auch nicht mehr so viel. Und bei Amazon kosten die Teile auch so irgendwas um die 30, 40 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich nur gerne sehen, dass Creality das gerne beim K1 direkt mit dazu packt. Ich weiß, Creality hat da den K1C im Petto, also mit Kamera und Carbonfilter und noch ein paar anderen Kleinigkeiten. Das wäre natürlich auch eine Option. Das könnt ihr natürlich auch nachbestellen, kriegt auch wunderbar geliefert. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mir noch ein Upgrade gedruckt, was ich erst genial fand, als ich es gesehen habe. Wobei ich aber auch sagen muss, ich kann es noch nicht fertig bauen, weil ein bestimmtes Teil dafür noch unterwegs ist. Und ihr seht schon, das ist der Devil Burner. Der Devil Burner ist quasi eine Abdeckung für den Creality K1, für den Toolhead vorne. Ihr seht, hier oben sind die zwei Löcher, die dann oben einhängen, dass man es hier an der Seite runterdrücken kann. Und hier kommen die Schrauben an der Seite durch, rechts und links. Und hier kommt quasi ein Nomi rein. Aber kein normales Nomi. Ich habe hier das Nomi V1, ein kaputtes, was ich halt jetzt momentan nicht nutzen kann. Aber das ist halt ein Ticken zu klein. Ja? Also das ist halt ein Ticken zu klein für hier rein. Da habe ich immer irgendwo eine kleine Lücke. Und das passt noch nicht so wunderbar. Da hoffe ich einfach, dass das V2 ein gutes Stück besser passt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch vergessen, irgendwas zu drucken. Jedenfalls, das ist eh kaputt, das kann ich nicht nutzen. Aber das kommt bei mir auf den K1 auch noch auf jeden Fall drauf, weil so ein Nomi kann man immer gebrauchen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ihr das Short dazu sehen wollt, abonniert den Kanal. Gibt es natürlich dann auch ein kleines Short-Video dazu, bei Gelegenheit, wenn ich das Teil entsprechend habe. Dann gibt es nochmal drei Sachen, die ich euch ans Herz legen kann, die ihr euch nochmal für den K1 besorgen könnt, die auch nicht wirklich viel Geld kosten. Ihr merkt schon, das sind alles so kleine Nice-to-have-Sachen. Das hier würde ich allerdings verbauen. Das ist so eine Isolierfolie. Die könnt ihr euch unten quasi in den Drucker reinkleben, damit die Wärme nach unten halt nicht weggeht, beziehungsweise damit unten der Raum, wo die Elektronik drin ist, nochmal ein bisschen abgeschotteter ist. Kann ich nur empfehlen. Die ganze Rolle, die ich hier habe, reicht für jede Menge Drucker aus. Die werde ich auch für den Boron und so nochmal benutzen. Die kostet insgesamt, glaube ich, 10 Euro. Ich packe euch einen Link dazu natürlich unten in die Videobeschreibung. Kann ich nur empfehlen. Auch bei jedem anderen Drucker, den ihr habt, einfach unter das Druckbett klatschen, wenn ihr da Platz habt, damit dort die Wärme nicht nach unten vom Druckbett weggeht, sondern halt dort bleibt, wo sie ist. Das hilft euch natürlich auch entsprechend ABS zu drucken oder sowas in Richtung, damit die Hitze im Heizbett auf jeden Fall dort bleibt, wo sie hingehört. Dann empfehle ich euch nochmal zwei Ersatzteile auf Lager zu halten, wenn ihr einen K1 besitzt. Das eine ist selbstverständlich ein Hotend, ein Replacement Hotend. Das ist jetzt das Original, was bei mir drin war. Auf dem K1 ist momentan das Replacement Hotend schon installiert. Ihr wisst aus dem ersten Video, was ich gedreht habe, dass da der Stecker kaputt ist. Und das möchte ich euch deswegen zeigen. Erstens, damit ihr schnell was austauschen könnt, um das hier zu reparieren. Und um das zu reparieren, braucht ihr natürlich auch JST-Stecker. Genauer gesagt, hier ist die 2mm Variante, die ich, packe ich euch auch einen Link unten in die Videobeschreibung, die ich bestellt habe. Und damit könnt ihr dann entsprechend hier vom Thermistor auch die kleinen Stecker nochmal ersetzen. Das heißt also, ihr habt hier genug Material dabei, um damit 10 Hotends zu fixen. Falls ihr das Ding jetzt nicht findet, ich habe gehört, beim K1C, der bald auf den Markt kommen soll, wird es da einen anderen Thermistor geben, dass es dort einfacher ist, Ersatzteile zu bekommen. Aber bei dem hier müssen wir uns halt erstmal noch behelfen, dass das Ganze auf die Art und Weise gefixt werden soll. Falls da was dran kaputt ist, finde ich natürlich auch keine schlechte Lösung. Das kostet nicht viel. Und ihr könnt damit auf jeden Fall nochmal das Hotend wiederverwenden und müsst es nicht wegschmeißen.
Das hier ist ein ganz normaler JST-Stecker. Warum das jetzt nicht bei dem hier so der Fall ist, weiß ich nicht genau. Vielleicht damit man es nicht vertauscht. Aber kann ich euch nur empfehlen. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor und vor allen Dingen auch an meine Patreonen. Ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten, HODL the Line, Happy Printing und ciao.